Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. So berichtet uns die Tora, wie wir diesen Schabbat von Neuem zu lesen beginnen werden. Stellt sich vielen Kommentatoren die Frage, warum hat die Tora ausgerechnet mit dem Wort Bereshit begonnen, am Anfang oder im Anfang? Warum mit dem Buchstaben Bet, warum nicht mit Aleph, dem ersten Buchstaben, zum Beispiel Elohim? Gott erschuf im Anfang. Es gibt hier gleich zu Beginn verschiedene Botschaften, die die Tora an uns aussenden möchte. Eine Botschaft ist, wir beginnen nicht ganz am Anfang. Auch wenn wir einen Talmud-Traktat beginnen, wie nächste Woche im Daf Yomi, wo wir Ktuvot beenden und mit dem nächsten fortfahren, beginnen wir mit Daf Bet, dem zweiten Blatt, um uns zu zeigen, den Anfang, den verstehen wir nicht wirklich. Wir beginnen nicht ganz am Anfang, wir steigen in der Mitte ein. Ein bisschen Bescheidenheit tut uns gut. Wir werden nicht alles verstehen können. Darüber hinaus sagt der Rashba in einem seiner Responsen, dass Gott nicht als Wesen erkannt werden kann, sondern nur durch seine Taten. Und das ist vielleicht auch hier der Hinweis, wir beginnen nicht mit dem Elohim, wir versuchen nicht Gott zu verstehen, sondern Bereshit, durch seine Schöpfung verstehen wir erst, wie Gott in der Welt wirkt und versuchen ihn zu begreifen. Mögen wir in die Tora einsteigen und durch die Schöpfung Gottes Größe erkennen. In dem Sinne, Shabbat Shalom und Chodesh Tov.